Das war die Geschichte der Heiligenbilder. Nicht ganz. Dann raus mit dem Rest. Eines Abends gingen wir mal wieder in unsere Stammkneipe, eine Schwulenbar, und unterhielten uns mit einem von den älteren Kunden, auch einem Stammgast. Und irgendwie kam das Gespräch auf Miss Hurley und die Heiligenbilder. Und dann? Ja, dann kam der Mann, mit dem wir uns unterhielten, mit einem Vorschlag heraus. Und zwar? Er erzählte, er hätte eine ganze Sammlung von Bildern zu Hause, zum größten Teil moderne, die schon lang kopieren lassen wollte wegen der Versicherung. Die Idee ist, dass man das Original in einen Banksafe steckt und Freunde und Bekannte verlustieren sich mit der Kopie. Was gewisse Damen der Gesellschaft mit ihrem Schmuck machen. Ja, das muss ich Ihnen jetzt einfach so glauben. Jedenfalls sagte McGuire, er wolle es mal versuchen. Aus Höflichkeit. Oder vielleicht war es auch einfach nur so hingesagt, wie man das so macht bei einem Glas Bier.